Hallo, liebe Ach du Plüschis, Scheiße. und Ups. herzlich willkommen zurück bei bei dem ersten Weihnachtsspecial von 2018. Wir sind wieder da. Ich mache dieses Jahr leider keinen Adventskalender, weil das letztes Jahr nicht so gut funktioniert hat und ich auch dieses Jahr nicht so viel Zeit dafür habe, aus dem einfachen Grund, dass ich gerade viel eingebunden bin mit der Schule. Ende des Abiturs, bla bla bla, kennen wahrscheinlich einige von euch. Oh mein Gott, das war das! Das hat sich gruselig angehört. Ich bin das Geräusch, was ich gerade hier hatte. Ich glaube, irgendeine Laterne ist angegangen oder so. So, ich bin heute nicht alleine. Ich habe nämlich wieder jemanden mitgebracht. Und das ist die liebe Link von Okami Videos. Ah, okay. Super und Ja, so. ich war eben nur ein bisschen überrascht, weil ich irgendwie auf einmal so viel Obst in meinem Inventar hatte. Genau. So, das hier ist der erste Part und das wird erstmal der einzige Part sein, den ich in den nächsten 2 Wochen hochlade vom Weihnachtsspecial, denn ich muss danach erstmal noch einige andere Sachen hinterherklatschen und zwar ganz viele Questfolgen, die ich noch offen habe. Dann noch Midsommar-Special. Einige denken sich wahrscheinlich jetzt so, wo kramt sie das denn raus? Ich bin wenigstens froh, dass ich Ostern für dieses Jahr schon abgeschlossen habe. Das Halloween-Special muss ich auch noch komplett schneiden und hochladen. Ich bin schnell, ihr merkt's. Und halt noch so einige andere Sachen. Das heißt, das wird erstmal nur zur Info sein und ich werde euch erstmal mit diesem Part versorgen. Aber keine Sorge, ich werde weiterhin fleißig Parts für Weihnachten aufnehmen. Und ich habe heute mich mal auf Antiqueen geschwungen, weil Antiqueen ja noch aktuell von mir trainiert wird. Ich hoffe, Antiqueen ist dann morgen auch endlich fertig. Ich wollte sie heute fertig machen. Schaffe ich jetzt nicht mehr. Hoho, das sind traurige Zeiten. Das verstehst du nicht. Es gibt kein Weihnachten, kein Winter. Das ist das Problem. Finde ich auch. Oh, typisch Mensch. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was aus Weihnachten wird, wenn es wärmer wird? Was passiert mit der Weihnachtsstimmung, wenn der Schnee aus Dorvik verschwunden ist? Sie geht flöten. Hatten wir letztes Jahr schon. Daran hast du nicht gedacht, als du auf dem Everwindfeldern nach Öl gebohrt hast, oder? Ich habe da nicht nach Öl gebohrt, aber okay. Das warst du gar nicht? Oh, na gut. Zu deinem Glück hat der Weihnachtsmann das Problem gelöst. Wenn Weihnachten nicht zu Jorvik kommen kann, muss Jorvik eben zu Weihnachten kommen. Steig auf den Schlitten, liebe Reiterin, lass uns in das Winterdorf fliegen. Yay, Weihnachten naht. Ich werde jetzt ein bisschen questen, vielleicht ein paar Rennen machen und mal. Ich habe. So, der Schlitten fliegt durch den Himmel. Ich vermisse es so einfach. Ich finde, das Winterdorf ist eine schöne und süße Idee. Michelle! Michelle Springbow! Sie ist in meinem Club. Ja, Michelle sie ist sagt. online. Ja, sie ist online. Sie steht vor mir. Oh. Ja, ich sehe den Chat nicht, weil da Figuren Warte. vorstehen. Ja, dann räumen die Figuren doch mal weg. Lucia! Mia! Was? Michelle! So. Landeplatzhelfer. Willkommen im Winterdorf. Das war ein sehr effektiver Satz, danke. Du sollst mit dem Weihnachtsmann reden. Er begrüßt seine Besucher gern persönlich. Du hast doch dieses Jahr nichts angestellt, oder? Hoho! Reite einfach den Abhang hinunter und durch das Dorf hindurch. Dann siehst du ihn schon. Auf Wiedersehen und frohe Weihnachten. Ja! Da hinten gibt es ein Rennen. Das sehe ich schon. Oh. Ich vermisse. Oh mein Gott, hier ist ein. Oh mein Gott! Tyra Moonball! Was? Oh mein Gott! Ist das cool! Sie steht einfach im Weihnachtsdorf. Das muss ich fotografieren, Leute. Es tut mir leid. Sie steht einfach im Weihnachtsdorf in. Auch wenn ich jetzt da oben da wieder die Zahl drin habe, furchtbar leid. Vielleicht schaffe ich das noch, die rauszunehmen. Das dann anhält und so. Nein! Verdammte Scheiße. Schade. Vielleicht finde ich sie gleich nochmal wieder. Dann gucke ich nochmal. Und zwar, Tyra, meinen größten Respekt an dich, dass du im Winterdorf mit einem Zombie-Pferd auftauchst. Sehr schön, ne?
So, jetzt nochmal. Ich finde, das Weihnachtsdorf ist mega süß und mega hübsch und auch ist mega gut gemacht. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich war ein sehr, sehr großer Fan von dem Silverglade Weihnachten. Und das Silverglade Weihnachten war einfach das Ding für mich. Und ich fand es immer sehr süß, in Jalaheim mit dem Schlitten vom Weihnachtsmann durch Jalaheim zu fliegen und die ganzen Geschenke wegzubringen, den Weihnachtsmann in Jalaheim persönlich zu treffen, dem Ratsmann zu helfen, in Silverglade komplett Silverglade zu schmücken, den Baum aufzustellen, den zu schmücken, die Geschenke zu besorgen, dies zu machen, das zu machen. Und ich finde es süß. Und das Problem ist, die fangen mit dem Winterdorf halt immer sehr früh an. Und man bekommt dann nicht so viel mit und das ist halt so, es wird schnell langweilig und das war in Silverglade halt nicht der Fall, weil in Silverglade halt Kram war. Nein, einfach weil in Silverglade ist egal. Weil es in Silverglade halt so war, dass die Quest immer Woche für Woche gebracht haben. Also die haben dann prinzipiell die Quest dann so angepasst, dass sie in Woche 1 auch wirklich bis zum Dienstag gereicht haben. Dann haben sie im Mittwoch dann neue Quest gebracht, die dann wieder bis Dienstag gereicht haben. Es ist einfach, war einfach so nostalgisch und jetzt haben sie das so gemacht und also das Weihnachtsdorf ist cool und ist auch alles super und so, aber was will man machen? Es geht halt leider nicht anders. Ich vermisse das alte Silverglade Weihnachten und ich hoffe wirklich. Ah, wie kann man. Oh Gott. Autsch. Und ich hoffe einfach wirklich, dass Weihnachten, so wie wir es früher gekannt haben, in Silverglade wieder zurückkommt. Ah, hier ist noch ein. Ich bin fertig mit den Quests. Ho, ho, ho! Willkommen im Winterdorf, einem fröhlichen Ort, an dem alle deine Weihnachtsträume wahr werden. Zumindest hoffe ich das. Ich muss zugeben, Lucia, dass ich hinsichtlich dieses Weihnachten ein bisschen nervös bin. Weißt du, ich habe beschlossen, meine regulären Elfen einen Urlaub zu gönnen und daher ein paar Zeitarbeiter angeheuert. Diese kleinen Helfer sind, wie kann ich das nett ausdrücken, enthusiastisch. Sie bemühen sich, oh ja, das tun sie, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob sie wirklich verstehen, was Weihnachten ausmacht. Sie sind ziemlich harmlos und sehr fröhlich, wenn man sie erst einmal kennt. Genieße deine Zeit hier im Winterdorf und schau vorbei, so oft du willst. Ich habe eine Mütze bekommen, die ich schon habe. Ah. Jedes Mal dasselbe. Kannst du deinem Pferd bitte mal eine vernünftige Mähne machen? Die Zäpfchenmähne sieht einfach aus. Danke. Ho, ho, ho. Du hast bestimmt großen Spaß hier in meinem Weihnachtsdorf. Winterdorf. Nicht wahr? Ausgezeichnet. Da meine Elfen im Urlaub sind, habe ich kleine Helfer angestellt. Und sie haben den Geist von Weihnachten schon so richtig verinnerlicht. Zuerst war ich besorgt, dass sie Ersatzwichtel mit all den Zähnen und Hörnern eher beängstigend als fröhlich wirken würden, aber sie sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Ich mache mir Sorgen, weil mir ein paar der Teamleiter noch keine Tagesberichte geschickt haben. Weihnachten zu organisieren ist nicht ganz einfach. Es könnte sein, dass diese kleinen Helfer selbst auch ein bisschen Hilfe brauchen. Ich bin aber so mit der Überprüfung all der Listen beschäftigt, dass ich schon froh wäre, wenn mir jemand unter die Arme greifen würde. Sprich mit dem Weihnachtsmann darüber, wie man den kleinen Helfern helfen kann. Ich hätte wissen sollen, dass du dich freiwillig melden würdest. Habe ich das? Wo ist denn mein Arm hochgegangen, dass ich gesagt habe, hier, ich mach das? Schließlich bist du ganz oben auf meiner Liste mit den netten Leuten. Ach, das bin ich. Dankeschön. Nun gut, schauen wir mal. Mir fehlen die Berichte von drei kleinen Helfern. Pongel, Zingel und Krangel. Gut. Der kleine Helfer namens Pongel ist so nett und warmherzig wie ein geröstete Marone und macht sich oft ziemliche Sorgen. Deswegen habe ich ihn auf zu meinem Hilfswächterchef ernannt. Eigentlich sollte er mir einen Sicherheitsbericht schicken, aber ich habe den ganzen Tag noch nichts von ihm gehört. Aktuell ist er am Eissee stationiert. Magst du dort mal nach ihm sehen? Klar.
Ich denke mal, das wird sich wiederholen. Ich mache die Quest jetzt einfach mal einzeln und ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt nicht zu lange aufnehmen werde. Weil ich habe vergessen, so Kram und so. Hier ist einer schon mit seinem Zony unterwegs. Ich habe jetzt mal gerade noch verzichtet, Tiger Eye zu nehmen. Ich wollte Antiquin nehmen, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich heute noch das Rennen machen kann, was ich zwar nicht glaube, aber ich bin schon zu Mach weit. es. Mach es, das gibt viel XP. Ja, aber ich habe das Rennen, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Oh. Hä, stand da nicht eigentlich, dass es zwei Rennen gibt? Ich habe nur eins. Das eine Rennen ist das eine, wo du da mit den Jewelböcken hinterherläufst. Also in der App steht zumindest was von zwei Rennen, aber irgendwie habe ich Ja. jetzt nur eins gefunden. Jewelböcke. Einmal die Jewelböcke und oben ist eigentlich noch eins. Der Chef hat dich geschickt? Ich bin gefeuert, nicht wahr? Meine Güte, ich hätte wissen müssen, dass mein Job auf der Kippe steht. Gib mir bitte ein paar Minuten, damit ich meine Sachen packen kann. Wie bitte? Ich bin nicht gefeuert? Du bist hier, um mir zu helfen? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Du hast mich nicht ausreden lassen. Als Hilfswächterchef ist es mein Job, eine sichere Technik zur Eisüberquerung zu gewährleisten und Ausrutschen, Stürze und andere Katastrophen zu vermeiden. Und ich nehme meinen Job sehr ernst. Daran habe ich nicht gezweifelt, Kind. In letzter Zeit ist es hier schrecklich gefährlich geworden. Auf dem ganzen See sind Äste verteilt. Da könnte tatsächlich jemand einen bösen Sturz erleiden. Das macht mir große Sorgen, dass ich gar nicht mehr richtig denken kann. Ich muss den See wohl absperren. Das ist die einzige Möglichkeit, damit sich niemand verletzt. Außer du, ja, genau du. Du musst mir dabei helfen, die Äste auf dem zugefrorenen See zu entfernen. Sicherheit! Um nichts anderes geht es an Weihnachten. Okay. Kinder, ihr seid. Einmal wieder durch den ganzen Blödsinn hier rutschen. Es ist halt, du kannst halt einfach keine richtigen Kurven drehen, weil du halt einfach die ganze Zeit so blöd wegrutscht. So, was ich jetzt auch wieder versuchen werde, ist, dass ich definitiv jeden Tag versuche, die Rennen zu machen mit dem Pferd, was ich gerade am am Trainieren bin. Das heißt, im Moment wäre es jetzt Antiquin. Ich weiß halt nur nicht, ob ich halt jeden Tag dazu komme. Hol das Lametta raus, der See ist sicher. Wenn du mich fragst, wäre Weihnachten trotzdem weiter sicherer, wenn Leute und Pferde nicht aufs Eis gehen würden. Ein gemütliches Weihnachten im Haus, wo sich niemand etwas antun kann, wäre einfach wunderbar. Es gibt Messer, es gibt Feuerzeuge, es gibt hohe Kanten, wo man drüber stolpern kann. Wenn man einen Kamin hat, kann man sich da dran verbrennen. Ein Weihnachten im Haus ist sicher. Stromschläge. Man kann sich am Essen verbrennen. Muss ich eigentlich noch weiter aufzählen? Man kann am Essen ersticken. Das geht auch. Das Chaos auf dem See lässt mir immer noch keine Ruhe. Dass ein paar Äste hier und da von den Bäumen abbrechen, ist ja ganz normal. Aber diesen Asthaufen müssen absichtlich von jemand dort abgelegt worden sein. Es kommt mir so vor, als hätte es jemand gewollt, dass der See abgesperrt wird. Das ergibt keinen Sinn. Auf dem Standardvertrag, den wir kleine Helfern alle unterschrieben haben, als wir unseren Job annahmen, steht: Maximiere die Heiterkeit und fördere die Fröhlichkeit aller Gäste. Der Chef sollte davon wissen. Magst du ihn über die Äste informieren und meine Entschuldigung für den verspäteten Bericht übermitteln? Ich werde ihn bestimmt nicht mehr enttäuschen. Wie einfach da vorne immer noch die liebe Michelle rumeiert. Einen Moment kurz. Ich schreibe ihr mal kurz, dass sie Hallo zu YouTube schreiben soll. Hallo. Ey. Ja, Moment. Ich nehme dein Grüppchen mal an, damit du glücklich bist. Hayden Hayham, das ist gut danach. So. Danke, dass du noch Ponge gesehen hast. Die Sache mit den Ästen ist besorgniserregend, aber ich will noch nicht die Alarmglocken läuten. Bestimmt gibt es eine absolut vernünftige Erklärung dafür. Ja, natürlich. So, wir haben jetzt den Sicherheitsbericht abgeschlossen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie lange das der Part geht. Es ist mir aber gerade relativ egal. Die beiden Rennen hau ich noch rein.
dann wird es eventuell ein etwas längerer Part, aber den Rest kann man dann ja noch in die anderen Parts aufteilen. Ihr wisst ja, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Letztes Jahr habe ich daraus einen kleinen Adventskalender gebastelt. Ich habe in jeder Folge halt irgendwas gemacht und irgendwas hoffentlich Sinnvolles gelabert. Ich kann mich da nicht mehr ganz dran erinnern. Warum bist du so fröhlich? Siehst du nicht, dass wir hier eine handfeste Weihnachtskrise haben? Der Chef hat mich beauftragt, den heutigen Stapel Geschenke zum Markt zu bringen. Lief auch alles gut mit dem Schlitten, als plötzlich ein totales Geschepper in der Fracht zu hören war. Ich habe mich umgedreht und gesehen, wie die Geschenke ganz von selbst aus dem Sack gesprungen sind. Ist das zu glauben? Die Rentiere sind wie der Blitz nach unten geschossen. Ich musste eine kontrollierte Bruchlandung vornehmen. Dabei konnte ich zwar den Schlitten retten, aber meine Lieferung Geschenke ist über Bord gegangen. Du musst mir helfen. Suche rund um den See nach den fehlenden Geschenken und bring sie zurück, bevor der Chef merkt, dass ich spät dran bin. Ja, ich hab's vorausgesagt und es ist wirklich passiert. Lucia-Krone. Lucia Krone? Was? Hä? Hier, dieses Kleidungsstück heißt Kleidung. Lucia-Krone. Süß. Oh ja, es gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob es das nur in, ob das nur in Dings so ist oder ob das auch in. Also es gibt in Schweden, glaube ich, ein Fest, das der heiligen Lucia gewidmet ist. Heilige Lucia kommt in Italien. Oder so. Gott, mein Inventar ist voll mit Obst. Nein! Und mit diesen Münzen. Wofür sind diese Antiqueen! Münzen? Mann! Jetzt aber. Mann fährt! Hey, wo ist jetzt dieser Shop? Wo ich Mann! ihn? Ah, da. Maus! Oh, es geht doch. Ja, ich wusste schon, warum ich das Hey, was? Rennen nicht so wirklich mag. Was habe ich denn jetzt alles schon gekauft? Fährt. Ist das dein Ernst? Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Mann! Oh, ich hasse das. Was ist mit meiner Maus los? Ich weiß nicht. Mann, ich hasse dieses Rennen. Das ist so. Ich habe es letztes Jahr schon gehasst. Also einfach, du hast einfach keine Kontrolle über dein Pferd. Du schlitterst da durch die Gegend und diese Stuhlböcke können eine engere Kurve schneiden als du und dann funktioniert die Maus nicht so, wie ich das haben möchte. Es geht doch, den habe ich jetzt so gekriegt. Jupp, ich muss definitiv noch ein bisschen Geld sammeln, um mir die ganzen Sachen hier kaufen zu können. Oh ja. Michelle möchte nicht Hallo zu YouTube schreiben. Okay, kann ich. Magische Julböcke, das erklärt die Sache. Die versuchen immer eine Kostprobe von Sheppers magischen Keksen zu stibitzen. Da du mir einen Gefallen getan hast, revanchiere ich mich und sorge dafür, dass dein Name auf der Liste der Weihnachtsmann unter denen der netten Leute landet. Was? Du stehst schon auf der Liste der netten Leute? In dem Fall sorge ich dafür, dass du nächstes Jahr nicht auf der Liste der bösen Leute landen kannst. Oder ich gebe dir einfach diese Marken hier. Danke. Ach, ich kann es ja jetzt nochmal machen, ne? Das mache ich aber dann, das mache ich dann aber im Off, damit ihr meinen Rage nicht ganz so mitbekommt. Muss man, ich meine, gibt es auch ein Bad in Weiß? Einen Moment. Okay. Hm? Was denn? Gibt es auch ein Bad in Weiß? Eigentlich ja, der müsste eigentlich bei den Sachen sein, die du für die Dings bekommst. Keinen gefunden. Oh, hier gibt's voll die coolen Pullis. Jetzt habe ich aber mein ganzes Geld schon für anderen Scheiß ausgegeben. Oh ja, die Pullis sind cool.
Ja, hätte ich mir aber besser die anderen Shops angeguckt. Was das Beste an Weihnachten ist, natürlich durch den Schnee zu rasen. Klingel, hör mal zu. Wir Wichtel haben gehört, dass unser Chef, der Weihnachtsmann, nach Fahrern sucht, die seinen Schlitten vor dem großen Tag testen. Wenn du den Job willst, zeig mir deinen Schlittenschein Klasse B, der besagt, dass du qualifiziert bist, auf Eis und Schnee zu fahren. Klingel, du hast keinen Schlittenschein Klasse B? Dann musst du trainieren. Ich schicke dich zuerst in das Fix- und Frostig-Rennen. Zieh deinen Schlitten einfach dort den Hang herunter, drehe eine Runde um den See und triff meinen Kollegen Klimper an der Ziellinie. Du hast doch einen Schlitten dabei, oder? Klingel? Du hast auch keinen Schlitten? Na schön, wir können improvisieren. Reite einfach auf deinem Pferd. Achtung, fertig, los. Ho, ho, ho. Das Rennen kennen wir ja auch schon. Ein schwarzer Bart. Ich weiß auch schon, wie ich die Folge nennen werde. Also ihr werdet das natürlich schon vorher sehen, wenn ich das so benannt habe, sage ich mal. Genau, jetzt kommen hier die ganzen Dinger. Oh, das hat gut funktioniert, nicht? Ich werde es wahrscheinlich nennen, das Zombie-Pferd im Weihnachtsdorf. Hört sich doch gut an, oder? Also Das ich finde schon. Zombie-Pferd im Weihnachtsdorf. Ja. Wo kommt das Vieh her? Ich muss meine Lautstärke gleich mal drehen, weil das ist nämlich ganz schön, naja, laut. Sagen wir es mal so. Komm schon, Auntie Queen, du schaffst das. Ich glaube, da vorne ist dann auch schon die Ziellinie. Bei den Glöckchen, das war eine schreckliche Technik. Klingel hat dich wegen eines Schlittenscheins Klasse B hergeschickt? Niemals, du bist aus dem Rennen. Der Chef wird dich nicht in die Nähe seines Schlittens lassen. Probier's doch mal beim Osterhasen, hab gehört, der wäre ein Softie. Klimper, was sage ich immer? Harte Arbeit, Disziplin. Darum geht es bei Weihnachten. Okay, wir machen das so. Geh einmal am Tag zu Klingel und versuch dich erneut am Rennen. Wir haben sogar einen Anreiz für dich. Marken. Diese Marken kannst du gegen Preise in der Eisboutique austauschen. Und hier ist das nächste Halloween-Pferd. Einfach mal das Urpferd vom Halloween-Event mitgenommen. Auch gut. Ah, ich sehe schon, wie motiviert du auf einmal bist. Vielleicht schaffst du ja deinen Schlittenschein Klasse B noch vor dem großen Abend. Das bezweifle. What? Ja. Actual fuck. Man hat einfach 400 Erfahrungspunkte für sein Pferd bekommen. 400! Ich weiß, ich hab dir doch gesagt, das lohnt sich. Ja, aber das Jewel-Block-Rennen Beim zweiten einfach. Mal kriegst du allerdings nur noch 200. The actual fuck. Aber es ist trotzdem mehr als so manche andere Rennen in Jorvik. So, Ja. ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part schon wieder. Ciao, ciao. So, jetzt hier nochmal ein kleiner Nachtrag, den ich gerne noch mit euch machen möchte. Hallo Pferdemädchen, willst du ein Spiel spielen? Wie wäre es mit Finde die Mützen? Ich habe 5 Weihnachtsmannmützen im Schnee rund um das Dorf versteckt. Ich wette, du findest nicht alle. Es war doch ein wenig falsch, glaube ich. Oh, ich weiß noch. Das wird dann doch, glaube ich. Ich guck mal, wie lange ich dafür jetzt noch brauche. Und es wird eventuell dann doch keinen Nachtrag mehr, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich habe mich mal einmal eine halbe Stunde abgesucht und habe die letzte Mütze dann im Endeffekt nicht gefunden. Echt, ich fand, die waren sehr einfach zu finden. Bestellt habe. Ja, Kaffee. Kaffee.
Im Shopping Center hält man auch Münzen. Ich will dieses Hirschgedöns davon haben. Wo lagen denn deine Mützen heute? Alle rund um dieses Höhlending. Ach, da ist die letzte. Okay. Das ist ja wirklich noch ein Nachtrag, Leute. Leute. Hey, erwischt. Du hast bestimmt nicht damit gerechnet, dass Wichtel in diesen Mützen stecken. Ich hätte ja zu gern dein Gesicht gesehen. Hey, willst du nochmal spielen? Bitte, bitte. Wir schenken dir sogar Marken, die du hier in Eisboutique ausgeben kannst. Es gibt tolle Preise. Hey, wir lieben es, um uns zu verstecken. Also komm jeden Tag her, um noch mehr Marken zu erhalten. Kann ich das jetzt? Nein. Heute kann ich das nicht mehr machen. Aber ich krieg 3 Stück von dem. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 11. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ob man jetzt genau wie letztes Jahr dieselben Sachen kriegt oder ob man jetzt andere Sachen kriegt. Man kriegt andere Sachen. Echt? Ja. Und diesmal werde ich auch versuchen, alle zusammenzukriegen. Oh ja, oh ja. Sind Das die dieses Jahr schöner Rentierpulver. oder hässlicher? Was? Sind die dieses Jahr schöner oder hässlicher als letztes Jahr? Die sind dieses Jahr schöner. Ich will das haben. Oh, das kostet 18. Will dieses Hirschding haben. Ich auch. Es gibt einen dunklen Bart. Aber letztes Jahr gab es einen weißen Bart, das weiß ich. Ich hätte gern einen weißen und keinen schwarzen. Und auch die Weihnachtssachen dieses Jahr sind definitiv schöner. Definitiv. Kann ich mir hier für was ich jetzt noch habe, noch was holen? Also die Decke auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich habe da eher bei der. Nee, da auch nicht. Da habe ich auch kein Glück. Was ist denn mit Zaumzeug? Nein. Sattel glaube ich nicht. Oh Gott, der kostet 24 von den Wunschdingern. Also ich konzentriere mich eher jetzt mal darauf, die Pferdesachen voll zu kriegen. Was ich halt leider einfach schade finde, ist, dass ich aber die Sachen vom letzten Jahr nicht kriege. Ich weiß, dass ich letztes Jahr definitiv nicht alle bekommen habe. Oh, ich kann mir die Hose noch holen. Dann habe ich noch einen Wunsch übrig. Habe ich nicht noch vom letzten Jahr Wünsche übrig? Kann man die nochmal verwenden? Ja, theoretisch schon. Ja, geil. Wupp, wupp. Ich habe jetzt